Hallo und herzlich willkommen zu dieser Runde Let's Play World of Tanks Community Spezial. Mein Name ist Gredel, mit mir platzt der Eskar und als Gast haben wir heute von dem Clan Deutsche Einigkeit den Konrad. Hallo ihr zwei. Hallo zusammen. Hallo. In dieser Runde wird der Gredel den amerikanischen leichten Panzer Stufe 2 fahren, den T-7 Combat Car. Der Konrad wird mit dem amerikanischen Jagdpanzer Stufe 2 fahren, dem T-18. Und ich selber werde mit dem amerikanischen leichten Panzer Stufe 2 fahren, dem T1 E6. Let's fetz. Gucken wir doch mal. Camp Nofka. Gar nicht mal so schlecht. Nö. Versuchen wir es mal wirklich auf dem Scouten. Stellt euch mal irgendwo hin, ich versuche mal vorzukommen. Warte mal. Okay. Habt ihr eigentlich auch einen T-18? Könnte ich mir holen, ja. In der Garage nicht stehen, oder? Nein. So, hier ist ein schöner Panzer, hier bleibe ich. Ja, lieber Konrad, erzähl doch mal was über deinen Clan, die Deutsche Einigkeit. Ja, wir sind noch nicht jung. Sind Member ab 16 Jahren, mindestens Stufe 8. Und ja, sind ganz netter Haufen. Also die meisten sind sehr spielerfahren. Und ja, also Panzer, 10er Panzer wäre natürlich schön, wenn man einen hätte, aber wir achten im Moment noch nicht so genau auf welche Panzer man gerade hat. Also sollte da sehr flexibel sein. Genau. Jo. Und dann wollt ihr mal auf Kompanien und CWs gehen, oder? Genau. Im Moment fahren wir öfter auf ein Team. Kompanie machen wir eigentlich meistens zur Werbung, halt von den Mitgliedern zu kriegen. Und ja, Weltkarte kann man erst fahren, wenn man mindestens 15 Leute hat. Das haben wir halt leider noch nicht, wir sind bei 13, 14. Und ja. Wir hoffen natürlich auf Unterstützung. Und ja. Also Mindestalter 16 und Tierstufe mindestens 8. Genau. Naja, das klingt doch schon mal nach einem Vorsatz. Kann man sich da auch an, für die Leute, die das jetzt vielleicht interessiert, kann man sich dann auch an dir wenden oder sollte man sich dann direkt an den Clan-Chef wenden oder wie auch immer? Man kann sich natürlich in-game bei mir melden, dann kurz die TS-Daten durch und dann können wir ein schönes Gespräch führen. Meistens sind auch noch andere dabei aus dem Clan und ja, dann schauen, ob das was wird. Wahrscheinlich meistens machen wir auch noch ein Übungsgefecht oder sowas in der Art, zu gucken, was kann der Spieler, kann man dem noch was beibringen, etc. Und dann entscheidet halt unser Clan-Admin, ob er halt in unser Clan kommt oder nicht. Na denn, also wer da Interesse hat, darf sich da gerne halt an den Konrad Playing von der Gilde Deutsche Einigkeit oder von dem Clan Deutsche Einigkeit wenden. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal weiter unser Match verfolgen. Kriege hier böse Besuch. Ja. Problem ist, jetzt gibt es hier von allen Seiten Besuch. Jo. Der T18 da drüben, der macht mir Sorgen. Ja, da schießt unser guter Konrad hier auch schon nebenbei mit drauf. Ich bleib dafür. Dafür hat meiner nicht genug Power, um den da wirklich penetrant zu nerven. Ah,
Aber ansonsten, bis auf den T18 da drüben, sieht es sonst recht gut aus. Ja, ich hole mir jetzt die hier an der Seite. Ja, tu dieses. Ja. Ich bin ja schon weg, bevor ich da bin. Ja, ansonsten fahre hier mal nicht zu weit weg. Wie gesagt, hier ist noch irgendwo ein T18. Ich habe ein bisschen Kupferbolzen in der Hose deswegen. Naja, also der SK hat sich schon mal eingestuhlt. Ja. Sehr schön, sehr schön. Müssten wir ja gleich eine Pause einlegen, ne, damit du mal die Unterhose wechseln kannst. Ja, ich muss erstmal Lappen holen und so. Ach, aufwischen. Ja, ihr habt so ein bisschen Angst vor dem Ding, also. So, da hat sich der Konrad noch den PZ2 geholt. Und ich war um 2018. Ja, der ist jetzt hinten irgendwo noch bei Eska höchstwahrscheinlich. Mhm. Der Eska könnte ja mal versuchen, ein bisschen vorzuspringen und. Es ist keiner da, der im Moment auf den schießen könnte. Na, Konrad ist ja auf dem Weg. Da ist er. Ja, da wird hinterm Stein. Nee. Geh weg! Ich hab dir nichts Böses getan, geh weg! Sehr schön. So. Dieses war auch die Runde. Ja. So, was haben wir denn hier veranstaltet? Ganz viele Ketten abgeschossen. Ja, sieht ja nicht ganz schlecht aus. Ganz schlecht nicht. Wollen wir das mal jetzt mit dem Leopard und die ES3? In dieser Runde würden der Konrad und meine Wenigkeit die ES3 im russischen schweren Panzer Stufe 8 fahren und der Gredel wird die französischen leichten Panzer der Stufe 5 fahren, den ELC AMX. Let's fetz. Und wer jetzt gleich schmatzende Geräusche hört, das ist der Konrad, der nebenbei Pizza isst. Ich nicht. Ja, ja. Panzerfarm macht halt hungrig. Hm. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Ein Angriffsgefecht haben wir. Aha, sehr schön. Rechts oder links? Links. Links, gut. Über die Burg willst du fahren, ne? Genau. Bisschen da pushen. Ja, Tiger und der Prototyp werden sich wahrscheinlich bei A9, A0 hinstellen. Und dann wahrscheinlich auch ganz warten, aber dafür haben wir ja den ELC. Los geht's! Hoffen, dass er nicht so schnell stirbt. Gucken wir mal, wir fahren erstmal hoch zur Burg, dann warten wir, dass du noch zu uns zuspößt und dann gucken wir mal weiter. Ja, der Tiger fährt mit leidig erstmal. Sich anhalten muss. Ja, du sollst jetzt nicht zu McDrive fahren, also. Kommt der Churchill, muss ich auch ausweichen. Also, mir hat er Platz gemacht. Ja. Ja, der weiß, dass du auf Teamkameraden schießt, deswegen hat er dir Platz gemacht. Meinst du auf dich? Zum Beispiel. Ich hab noch nie auf dich wirklich intensiv geschossen. Mhm. Nur einmal und das war zum Glück ein Abpraller. Jetzt kommen die Ausreden. Nee, es sind keine Ausreden. Mhm. Ich habe ja auf ihn geschossen. Aber nicht also, aus Versehen. So böse war. So böse war, ja, nee, ist klar. Ja, sicher, so, sonst. Da kommt Konrad schon mal an. Wo ist mein SK? Ach, da vorne schon. Da ist schon mal der Panther. Mhm. Ist er wohl. Ich luchs mal über den Hügel rüber.
Luxe, aber nicht zu dolle. Nee, nee. Dann, da komme ich an keinen ran. So, Vorsicht, Aufklärung kommt. Ja, Konrad, wir beide dürfen hier auch nicht zu dolle machen, weil die Hälfte da hinten parkt. Mhm. Gandekirchen. Macht's kaputt. Ja, ich komme hier nirgendwo ran, das ist mein großes Problem. So, sehr schön. Hat sich der Churchill schon mal aufgelöst? Muss mal links neben den Konrad fahren, sonst komme ich da nicht zum T34. Fahr raus und hol den hoch. Kannst einen kassieren, aber dann ist er wenigstens weg. Nicht angekratzt. Ja, sehr schön. Dafür hat der Panther jetzt angefangen. Oh, den habe ich mal gut erwischt. Sehr schön. Sehr schön. So, da hinten links steht noch irgendwo ein Churchill. Ich guck gerade. Churchill? Der ist doch schon weg. Ja, ist schon Churchill raus? Ist kaputt hier. Da steht noch ein Prototyp im T29. Bei dem hätte ich mehr Angst. Ja, vor allem der T29. Der Prototyp ist gefährlicher. Und als ich den hatte, da. Oh, ein Körner, genau. Ne? So, da haben wir noch schon mal was. Deswegen fahre ich sehr selten diese Russen, also diese Gandekirchen. Oh. Da war der Prototyp. Oben steht der Jagdtiger. Mhm. Eska lernt da unten gerade auch den Prototypen kennen. Ajo, im Moment stört mich mein eigener Scout hier. Naja, der hat mich ja auch gestört, das ist ja das Problem. Oh, schade. Ach, sehr gute Kubik. Oh. Vorsicht, da links ist noch was Schweres. Ja. Wo ist der Prototyp jetzt hin? Das weiß ich nicht. Ach, da ist er wieder. Zumindest hat er den anderen Scout jetzt auch erwischt. Der steht da ziemlich günstig. Mhm. Also für mich sehr ungünstig, aber für ihn günstig. Ja, da hinten ist der Jagdtiger. Na, gleich hat er sich erledigt.
Ah, der ist schon mal raus. Sehr gut. Konrad auch da, jo. Ja, der fährt hier hinter dir gerade in Richtung Brücke. Sehr schön. Sehr schön. Das, wo ich gerade selber fertig war mit dem Meme. Hm. Ja, vielleicht gehe ich ja. Oh, nee, geht nicht. Ich kriege ja viel verstanden. Achso, ich dachte, das war ich. Oh. Hatte ich auch erst gedacht, aber diesmal hat sich der. Diesmal hat der SK einfach geschossen. Ja, muss ja auch sein, oder? So, sehr schön. Das war schon sehr schön. Erfolgreich überall daneben gescheppert. Ja, für mich lief es nicht ganz so gut, der olle M5A1 Stuart stand mir ständig im Weg. Aber naja. In dieser Runde wird der Gredel den chinesischen Tier 5 Panzer fahren, mittlere Panzer den Typ T-34, der Konrad wird mit dem amerikanischen Jagdpanzer Stufe 5 fahren, der M10 Wolverine, und ich selber werde mit dem russischen schweren Panzer der Stufe 5 fahren, dem KV-1. Let's go. Ich bin ja gerade durcheinander gekommen dann mit deinem komischen Typen durch die Japaner, die da auch alle so merkwürdige Bezeichnungen haben. Ja, nur von den Japanern habe ich noch keinen Fünfer. Durch die ganzen Feiertage bin ich die letzten 2 Wochen nicht wirklich viel zum Spielen gekommen, muss ich leider zugeben. Naja, durch Weihnachten, Silvester war ja allgemein viel los und ein bisschen Privatleben hat man ja auch noch. Was für ein Privatleben, was ist das? Das frage ich mich auch gerade, was das sein soll, aber lass den alten Mann so sappeln, der erzählt wahrscheinlich von früher. Früher war alles besser. Ja, siehst du, was sage ich? Nein, kennt ihr das Spiel nicht? Real Life? Das ist das Ding das mit der geilen Grafik und der scheiß Story. Ja, das habe ich gehört, habe ich mich noch nie herangetraut, muss ich sagen. Nicht? Mhm. Oh, 5er gefällt. Das ist so ein Zufall. Fand gut, dass wir 5er haben. Ja. Verteidigung vor allen Dingen. Ja, ich gehe nach A9. Denke ich so da hinten irgendwo. Bewegung! Mal schauen, wo sich hier alles hin verteilt. Weil es hat, glaube ich, wenig Sinn, sich da zum Berg hinzugeben, weil da werden die meisten kommen und da werden sie sowieso überrannt. Es mag sein, aber irgendeiner muss hier wenigstens versuchen, halbwegs zur Stellung zu halten. Ich werde mich mal hier auf A2 begeben, beziehungsweise auf B2. Ich bin bei dir, ich sterbe mit dir zusammen. Lasst ihn Konrad doch sein eigenes Süppchen kochen. Ja, lass uns eine deutsche Einigkeit bilden und hier gemeinsam sterben. Hm. Mit chinesischen und russischen Panzern. Richtig. Aber wenn ihr da alle hinfällt, hat es ja keinen Sinn. Stehen sie da. Wisst ihr alle, wir sind zu zweit. Alle. Nein, da ist noch ein Stück. Und VK kommt dann noch. Da kommen noch einige. So, der fackelt erstmal. Bist du schon wieder in deinem pyromanischen Dasein? Und den letzten Schuss muss er noch draufsetzen. Wirkungstreffer! Oh, das ist ja Wahnsinn! Der ging voll durch ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Wir schon mitten im Krieg spielen. Ihr streitet euch dann noch wegen einem Schuss. Jetzt ist ja auch mitten im Krieg spielen. Ach so. Excelsior verstehe ich aber nicht. Wieso er sich da hinstellt. Oder da schön sterben kann. Ja. Meine Stuck ist ja hier gar nicht mehr da. Sowas. Ich bin hier doch alleine. Nein, Konrad und ich sind da. Ja, Konrad, der Abstauber. Hier wieder gleich wieder keine Abschüsseln. Jetzt habe ich ja 2 Abstauber hier, den Eska und Konrad. Ja, ich habe beim Konrad jetzt zur Vorarbeit geleistet. Genau. So.
Schweres. Ja. Wichter, komm, Wichter, komm, Wichter. Ja, ich bin dabei. Ach, die haben auch noch zwei böse Artis, die können auch noch ein bisschen wehtun. Was schießt denn hier immer noch auf mich? Das weiß ich nicht, was da noch auf die schießt. Mittlere hier vorne ist natürlich... Ja, der scoutet da natürlich ein bisschen. Der nervt. Die stehen drüben auf der... da. Hab ich mir schon fast gedacht. Ja, dann komm mal zurück, lass sie kommen. Die wollen was von uns, nicht wir von denen. Das ist korrekt. Ich hatte da auf seinem Hügelchen, muss ein bisschen aufpassen. Ja, deswegen hatte ich die Hoffnung, wenn ich ein bisschen vorfahre, dass ich was aufscoute für ihn. So, den könnten wir dann noch gleich eins drücken. Sehr schön. Das nennt man Teamarbeit. So. Also den KV-1 auch noch ein bisschen nerven können. Ja. Muss ran da? Ja, aber nicht angekratzt. Jetzt fahr doch nicht weg. Ist ja auch ein KV. Komm wieder vor, mein Freund. Ich hoffe jetzt gleich mal auf den mittleren noch was schießen zu können. Ja, dann musst du aufpassen, dass du jetzt keine fängst. Ich hab schon eine gefangen. Ich hab mein Reparaturset vergessen. Jetzt hat mich natürlich der, auf den ich gewartet habe, zerstört. Du kommst an den auch nicht ran, an den mittleren da, oder? Nee. Nee, da müsst ihr über den Hügel rüber, der steht hier auf der anderen Seite. Ah, nee, dann kassierst du bloß selber. Ich hätte am liebsten gerne den KV-1 jetzt mal rausgenommen, weil den hat, glaube ich, zweimal abgeprallt. Sehr ehrlich, ja. Groß wäre ich den auch ganz gerne, aber... So knapp. Jetzt muss Konrad aufpassen, jetzt schießt die Arti auf ihn. Lästig hier, der Kleine. Weil man sagen muss, er macht seine Aufgabe gut. Ajo, das auf jeden Fall. Nahtlos anerkennen. Das ist der KV-1, der hat den Karriere vorfahren. Irgendwie ist er die Shira da. Genau den. Oh. Ja, gut durchdacht, schlecht durchgezogen. Jetzt aber. Sehr schön. Guter Schuss hier von Eska. Muss ja erstmal weg, das Ding da, ne? Nö, ist ja richtig. Jetzt haben wir hier vorne noch den angeschlagenen KV. Oh, wir haben einen kleinen Teddy. Ja, der ist noch, oder war noch mit vollem Leben. Sehr schön. Wer rührt sich den von euch? Eska, alles klar. Die Abstauber sind hier einer Meinung. Also ja, wir haben schön. Beide drei Kills. Jetzt hast du noch drei Kills. Hätten ist, wir Waffen, nein, das nützt nichts, weil Greta hätte auch zwei haben müssen und überleben. Oh. Richtig. Und daher hat dieses nicht so ganz gereicht. Aber ich sag mal, dafür, dass ich geplatzt bin, bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden. Er ist auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn ich mir den Schadensausstoß angucke, bin ich also da schon sehr zufrieden. Da hab ich am wenigsten gemacht. Ja. Abstauber.
Es ist okay. Es ist okay. Also das Ergebnis ist echt okay. Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall stehen lassen. In dieser Runde wird der Gredel den französischen Jagdpanzer Stufe 5 fahren, den S35CA. Der Konrad wird mit dem amerikanischen Jagdpanzer fahren, der M10 Wolverine. Und ich selber werde mit dem deutschen schweren Panzer Stufe 5 fahren, dem VK3001H. Mein Smiley. Ja, der Smiley, der hat es dir angetan, ne? Ey, yo. Konrad, weißt du, warum Smiley? Nee, wieso? Weil wenn du den Panzer, den 3001H, von hinten mal anguckst, so mit der Kiste und mit der Kette, die er hinten dran hat und den beiden Löchern da im Toben, sieht das aus wie ein Smiley. Eska, damit hat er sich gerade geoutet, dass er unsere Videos nicht brav guckt. Also ich finde, wir sollten ihn damit wieder rausschmeißen. Ja? Das ist ja gemein. Das ist richtig gemein. Ja, ein Taschentuch kannst du noch haben. Ist es möglich, dass er das nicht weiß, weil ich fahre ja meistens mit dem Ding und Konrad ist ja meistens bei dir unterwegs. Achso, ja, das kann natürlich sein. Naja, gut, ausnahmsweise nochmal durchgehen. Ist das. Ich fahre links. Aber immerhin ist das jetzt ein Sechser geworden. Ja, klar. Die kommen langsam vorwärts. Vorne will ich hier hinten eine Position haben. Oh, da scheppert er jetzt schon gut. Oh Mann. Der Elektro war meiner. Ach. Meine Hand, hier sind alle Panzer tot, bevor ich irgendwo was eingehämmt habe. Ja, das geht hier recht fix, ne? Ja. Scheppert jetzt schon gut rein. Ey. Konrad, der ist auch nur am Maulen. Ich? Nein. Nein! Weißt du, das war mein Kill! Zu meinem Abschuss! Oh, ey! Ich muss sagen, mir geht es manchmal auch so, wo ich mir dann denke, ha, das war. Ja. Ich stell mich extra so schön hin und die dunkle Kopf hier. Was mache ich jetzt? Natürlich eine andere Farbe. Der Begriffe hat er genug Arbeit. Bring hier mal einen KV2 mit. Ah, ja, der hat sich schon erledigt. Was ist das denn für eine Runde schon wieder? Ich habe nicht einen Schuss abgegeben bisher. Doch, ich konnte schon einen abgeben, aber der hat den nicht angekratzt. Ja doch, ich hab... So, jetzt... Irgendeinen habe ich schon getroffen. Kabum. Lad nach hier. Nö. Der ist abgeprallt, ja, war ja klar. So, Konrad, lass uns mal da den Rest hier noch wegräumen und den Gredel da hinten wassern. Au, weg. Sehr schön. Geh weg. Oh. Der ging nicht durch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich KV-1 einfach nur hasse? Warum? Ist doch dein Lieblingspanzer. Ja, genau. Dein liebster Lieblingspanzer. Ja, genau. Wir hätten hier den Panzerpack hier. Das Panzerpack. Na also! Wenigstens konnte ich noch die Arti mitnehmen. Immerhin. Wenn ich hier nicht ganz so schlecht dastehe. Gewonnen, aber erfolgreich nichts bewirkt. Diesmal bin ich ganz unten.
Oh ja. Das soll's von dieser Spezialfolge gewesen sein. Wir bedanken uns beim Konrad für die lustigen Runden und sagen Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.